Hallo. Es ist Weihnachten und zu Weihnachten backen wir ein schönes weihnachtliches Nussfrüchtebrot. Genau, die genauen Zutaten schreibe ich euch alles unten in die Infobox rein, wie viel ihr von allem braucht. Ich habe schon alles vorbereitet, alles hingestellt. Die Kinder kommen gleich und dann machen wir das natürlich zusammen. Also ihr braucht eine ganze Menge Trockenobst. Ich habe jetzt hier Datteln und Feigen und Aprikosen. Ihr könnt aber auch Datteln. Ja, ich habe sogar auch Datteln. Feigen, Aprikosen und Datteln. Ihr braucht Hefe. Ich mag frische Hefe lieber, aber natürlich wieder Bombenvorbereitung. Es ist Sonntag, also musste ich in eine Kaufhalle gehen, die heute offen hatten. Die hatte keine frische Hefe. Orangeat. Dann braucht ihr Nüsse. Ich habe Walnüsse und Paranüsse. Ihr könnt aber auch Haselnüsse nehmen. Rohrzucker. Dann braucht ihr Milch. Mehl. Dunkles Bier für die Kritiker, die jetzt schon wieder aus ihren Ecken gekrochen kommen. Nicht so schlimm, wird ja heiß gemacht. Und ihr braucht Butter. Und was ihr natürlich auch braucht, was echt super wichtig ist, ihr braucht eigentlich Lebkuchengewürz. Ich habe mal kurz nachgeschaut, also Lebkuchengewürz besteht aus Muskatnuss, Fenchel, Zimt, Sternanis, Kardamomnelken. Anis gemahlen, ich weiß nicht, ich nehme den frischen hier und lasse den hier noch zu. Genau, das Ganze drehen wir gleich das Gemüse durch. And landmarks are the only things in the snow that let me know how far I've come now and how far I have still to go. Das ist komisch. Riecht gut. Keep back to myself. Das ist im Übrigen was ich mir angewöhnt habe, als ich das perfekte Dinner gekocht habe. Handschuhe beim Kochen, weil dann hat man nicht immer den ganzen klebrigen Quatsch und das ganze Zeug an den Fingern. So, es ist soweit. Ich glaube, bei den Autos nennt man das Heirat, oder? Wenn jetzt alles zusammenkommt, die Gewürze, die Milch mit der Butter, unsere Trockenfrüchte, Nuss, Zeug, Bums und das Mehl. Jetzt kommt alles zusammen. Riecht das gut, Hilda? Ja. Aber Rauchen ist nicht gesund, ne? Rauchen ist ungesund. Mhm. Every year on Christmas night, I give my nuts a check. I handle them so carefully. This year I got quite a fright when I was mid-inspect. So, jetzt lassen wir den Kuchen noch 60 Minuten gehen. Ich weiß auch schon sauber, nur hinter mir. Lass uns gleich noch alles in den Geschirrspüler, das ist nicht so schlimm. Lass ihn 60 Minuten gehen. Und dann kommt er noch in den Ofen, dann kannst du heute Nachmittag schön frischen Kuchen geben. Yeah! I don't know what to do. I wish my nuts were left unchewed. I'm angry and confused. So. Den Kuchen aus dem Ofen geholt und gestürzt. Er hat 60 Minuten jetzt gelangt. Und jetzt so. Aber den Rest habe ich, das heißt meine Puderzuckerglasur. They could have had a little touch, but this is so much worse. I've never been in such torment. Why couldn't they have been so low? Lecker. Schmeckt der Fuß an? I'll have to live without, but I would have loved to crack one out. Now I just want to shout.